Hallo, ich meine Damen und Herren. Follow Recoil, ist es gut? Sollen wir das mal testen oder eher nicht? In meinen Streams werde ich gerade von neuen Zuschauern immer wieder befragt, wie gut mir Follow Recoil gefällt, weil es ihnen eben auffällt, dass ich es anhab. Und da ich das Ganze mittlerweile schon seit 5 Monaten nutze und teste, will ich euch heute mein Resümee präsentieren. Follow Recoil, top oder flop, let's go. Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Give me some money raus from the Kasse! Durch Follow Recoil zeigt euch euer Fadenkreuz an, wohin eure Kugeln gehen. Das sieht dann so aus, also springt über den Bildschirm und ich weiß somit ganz genau, wo meine Kugeln gerade hinfliegen. Ich muss also nicht zwingend hier nach den Einschlägen gucken, um ein Pattern zu lernen. Während ich schieße, muss ich ja nicht auf die Tracer oder sowas achten, sondern ich sehe, wo mein Fadenkreuz gerade ist und dort schlagen die Kugeln ein. Bevor es Follow Recoil gab, haben sich die Leute die Pattern eingeprägt. Also sie haben ganz genau geschaut, okay, wie funktioniert das Pattern, also wohin schießt die Waffe wann, je nachdem wie lange ich eben durchschieße und wie stark muss ich gegenhalten, dass ich ungefähr im gleichen Bereich bleibe. Dazu gab es bereits seit vielen, vielen Jahren eigene Maps, um sowas zu lernen. Andere sagen, ich lerne es natürlich beim Spielen selbst. Das ist vollkommen richtig und genau hier bei diesem Gedanken hilft euch eben Follow Recoil. Nun wisst ihr, was genau Follow Recoil ist und was das macht. Jetzt möchte ich euch erklären, warum ich es wirklich gut finde. Und danach komme ich noch auf die Pistolen zu sprechen, weil da sagen viele, na, ist ein bisschen arg merkwürdig. Im Hintergrund zu meinem Getalke seht ihr eine Deathmatch-Runde, in der ich speziell versucht habe, auf Dauerfeuer zu gehen. Also auch in Momenten, in denen es eigentlich Quatsch ist, aber na, um des Zeigens willen. Und hier möchte ich euch, wie gesagt, erklären, warum ich Follow Recoil unter einem gewissen Umstand sehr, sehr gut finde oder unter zwei Umständen. Dieser Umstand bzw. diese Umstände sind die Erfahrung oder die Erfahrungen, die eben die Spieler haben oder mitbringen. Wenn man brandneu ist, behaupte ich, dass es sehr, sehr gut ist, mit Follow Recoil zu spielen, weil du während des Spielens von ganz alleine das Spray-Pattern lernst, der einzelnen Waffen. Der Clou dabei ist, dass du es eigentlich so wie früher lernst, also durch Üben, 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 aber es geht natürlich viel schneller, weil du visuell siehst, wohin deine Waffe schießt. Vor Follow Recoil musstest du ein gewisses Gefühl für die Waffen entwickeln und das dauert einfach länger. Also durch hunderte oder tausende Situationen mit der Waffe hast du sukzessive gelernt, wie du sie richtig benutzen solltest. Also wie du dich bewegst oder auch nicht, wie nah der Gegner sein sollte oder auch nicht, um eben Dauerfeuer zu machen und wie du dann mit dem Dauerfeuer umgehst. Du musst dank Follow Recoil nicht auf eine extra Map und genau gucken, wie geht das Pattern und wie war das nochmal und ich muss es genau auswendig lernen, sondern du siehst es einfach immer mit jedem Dauerfeuer aufs Neue, wohin deine Waffe schießt. Du bekommst also das Pattern jedes Mal visualisiert. Und bei uns Menschen geht das Lernen recht gut über die Augen. Also du erkennst einfach das Pattern, so wie dein Fadenkreuz springt und kannst dann dagegen wirken. Wenn dein Fadenkreuz nicht springt, hast du es schwieriger, das Pattern einfach zu erkennen. Du musst viel genauer hingucken, um vielleicht die Waffentracer zu sehen oder die blutigen Einschläge im Feind. Das ist dann vor allem in einer vielleicht hektischen Situation gar nicht so einfach. Wenn du aber ganz klipp und klar siehst, wohin dein Fadenkreuz springt, weißt du genau, wohin du schießt. Mir hilft das vor allem bei MPs, wenn ich schon in einem gewissen Spray drin bin, also vielleicht gerade Gegner 1 umgesprayt habe und noch P90-mäßig genug Munition habe oder hätte, um einen zweiten zu killen, dann hilft mir das Follow Recoil sehr, sehr gut, um nach den ersten 15, 20 Schuss überhaupt zu raffen, wo schieße ich gerade hin? Also wo ist mein Fadenkreuz? Das geht natürlich ohne Follow Recoil auch, aber schwieriger. Weil du halt nach den Tracern gucken musst und wo sind die Einschläge. Aber so siehst du einfach dein Fadenkreuz. Das ist, wie vorhin erwähnt, vor allem für Neulinge extrem gut. Finde zumindest ich. Es gibt noch eine zweite Variante von Leuten, für die das nicht schlecht ist. Und zwar Leute, die bereits viele hunderte oder tausende Stunden gespielt haben, aber einen gewissen Spielstil hatten, der eben weit entfernt vom Sprayen war. Bereits vor 5 Monaten habe ich ein Video zu dieser Thematik gemacht. Das ist hier bestimmt irgendwo verlinkt. Und dort habe ich eben auch Folgendes berichtet. Und zwar habe ich früher in Counter-Strike Source das letzte Mal wirklich gesprayt, also das Spiel komplett genutzt in allen seinen Funktionen, was eben vor allem die Funktion der Rifles angeht. Counter-Strike Source war für mich das letzte Counter-Strike, bei dem ich wirklich versucht habe, gut zu werden, gut zu spielen und da habe ich trainiert, in Teams gespielt, Tournaments gemacht und so weiter und so fort. Das war für mich so, ja, das Counter-Strike, in dem ich eben richtig reingeschwitzt habe. Dann kam CSGO und dann war für mich eigentlich schon, ja, das Interesse war nicht mehr so da. Ich war einfach halt dann auch älter und ja, ich denke, das Interesse ist so, das ist die schwierigere Geschichte, weil, ja, wenn du halt kein Interesse mehr am Spiel hast, dann ist so die gesamte Luft raus. Warum willst du gut in einem Spiel sein, das dich eigentlich nicht mehr interessiert? Mein Interesse an Counter-Strike kam dann zwar irgendwann wieder zurück über YouTube und Twitch, weil ich festgestellt habe, dass ich mit diesem Spiel recht gut entertainen kann oder halt mit euch zusammen rumdödeln kann und darum habe ich es dann doch wieder vermehrt oder immer mehr gespielt. Aber ich bin bei weitem nicht mehr in den Modus wie zu Source-Zeiten reingekommen und das hieß für mich bei Go und ich weiß eigentlich auch gar nicht mehr so genau warum, aber ich habe nur noch getappt. Also ich habe ausschließlich getappt und nie gedauerfeuert. Also vielleicht mal mit einer P90 oder sowas, aber selbst meine MP-Usage hat irgendwann abgenommen und dann fast aufgehört. Ich habe einfach nichts mehr gerafft damit auch. Ich wusste nicht, wie man die MP7 und den ganzen Scheiß spielt. Einige der Zuschauer haben oft an mich angelabert und gesagt, mach doch mal die MP9 jetzt hier bei dem kleinen Force und so weiter, aber es ist,
Es war einfach nichts mehr für mich und auch mit AK, M4 und Co. habe ich ausschließlich getappt. Und das ist ja in vielen Situationen auch nicht schlimm, je nachdem wie die Range ist. Aber wenn jemand wirklich vor dir steht und dich vielleicht noch nicht mal richtig rafft und du einfach voll in ihn reinsprayen könntest, dann habe ich das trotzdem nicht gemacht und habe getappt. Und durch das Tappen kommt man auch automatisch eher auf die Idee, einen Headshot zu versuchen. Und wenn jemand halt close an dir steht, mit dem Rücken zu dir, und du fängst an auf den Kopf und dann und genau in dem Moment läuft er und du kriegst Panik. Da verschenkt man halt einfach einen Easy Kill, einen 100%igen Kill, den man mit einem normalen Spray einfach in den Rücken machen hätte können. Und das war tatsächlich ein großes Manko für mich, weil ich eine Aversion gegen das Sprayen aufgebaut habe und dadurch natürlich auch eine Unsicherheit in mir entstanden ist. Und wenn es dann mal in diese Situation kam, dass ich tatsächlich gesprayt habe oder, wie ich in den Streams auch oft schon gesagt habe, aus Versehen in den Spray reingefallen bin, weil ich einfach zu schnell getippelt habe und irgendwann ist ein Spray draus geworden, dann hat sich das extrem schlecht angefühlt. Und jeder weiß, wenn ihr euch unsicher fühlt, dann spielt ihr halt auch nicht gut. Wenn man sich nicht traut, dann kann man nicht dieses Potenzial erreichen, das man erreichen würde, wenn man sagt, ja Mann, ich hab das. Und jetzt kommen wir wieder volle Pulle zurück. Genau diese Sicherheit gibt mir volle Recoil, weil ich meine Schüsse nicht verlieren kann praktisch. Also früher hatte ich genau davor Sorge. Sobald ich anfange zu sprayen und der Spray geht halt daneben, dann habe ich mir selbst eingeredet, dass ich nicht mehr korrigieren kann, weil ich einfach in die Wallerei schieße und ich weiß nicht genau wo und hin und her und deswegen habe ich es halt einfach 5 oder 6 oder 7 Jahre nicht mehr gemacht. Also ich habe einfach nicht mehr gesprayt. Dann kam CS2, die Option Follow Recoil war zur Verfügung, ich mache sie an und merke sofort, ach du Scheiße, ich muss mir gar keine Gedanken, also nicht mehr diese großen Gedanken beim Sprayen machen, weil ich ja genau sehe, wo es hingeht. Das heißt, ich könnte, wenn ich die motorische Fähigkeit besitze, auch einfach passend gegenlenken. Vor allem, wenn sich eine Waffe dann in einem gewissen Spray irgendwie so festsetzt, links, rechts oder sonst wo. Dann kannst du einfach das Fadenkreuz rüberziehen und korrigieren. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber mir hat das sehr, sehr viel Confidence gebracht und deswegen spraye ich auch wieder. Das sieht man in den Livestreams natürlich auch, so wie jetzt auch hier im Gameplay im Hintergrund, wobei ich hier, wie gesagt, auf Zwang geguckt habe, dass ich immer spraye, auch wenn es eigentlich dödelig war. Es klappt dann natürlich auch nicht immer. Ich will jetzt hier im Hintergrund auch nicht zeigen, wie toll ich sprayen kann, sondern es geht mir nur darum, dass ich es überhaupt wieder mache. Früher habe ich einfach immer getappt. Grundsätzlich. Und das ist in vielen Situationen einfach ein riesen Nachteil. Ein Spray ist bei einem Close Encounter viel besser, viel sinnvoller und vor allem auch viel einfacher durchzuführen als irgendeine verkackte Tapperei. Alleine schon, wenn du bedenkst, dass du beim Tappen die Maus anders hältst, als wenn du einfach gedrückt hältst, dann führst du die Maus anders. Je nachdem, wie weit das jetzt im Hintergrund gelaufen ist, habe ich vielleicht noch ein Arms Race drin, das ich vor kurzem aufgenommen habe. Das passt jetzt halt nicht so gut zum Thema, aber es ist halt Hintergrundgeschichte. Aber ich will euch auch jetzt noch geschwind was zeigen. Darum machen wir mal Gameplay aus und gehen in Counter-Stricken rein. Denn zuallererst eine wichtige Ankündigung. Diese Woche, meine Damen und Herren, gibt es noch dieses leckere Navaja Knife Rust Cone. My God. Dieses Knife könnt ihr diese Woche auf Twitch snacken. Das Giveaway ist die ganze Woche offen. Also heute, am Dienstag ab 18 Uhr, am Donnerstag ab 18 Uhr und am Freitag ab 20 Uhr. Kommt rum und macht mit. Natürlich gibt es wie immer auch Viewer Games und so weiter und so fort. Da könnt ihr gerne mit dabei sein. Und auch an jedem der Streamtage ein normales Giveaway noch nebenbei, nebendran. Also 2 Skins, 1 Sticker und 1 Graffiti. Und was ich euch in-game noch zeigen wollte, ist die Sache mit den Pistolen und Follow Recoil. Denn das ist eine Sache, die mich viele gefragt haben, ob mich das nicht sehr stört, beziehungsweise sie sagen selbst, dass sie es sehr stört bei Follow Recoil. Und zwar, dass die Pistolenrunden irgendwie lost wirken. Gerade bei der Desert Eagle springt das Fadenkreuz gerne mal recht weit. Und die Frage dabei ist natürlich, was ich davon halte, ob mich das nicht auch stört. Mich stört das bei den Pistolen nicht, denn A, habe ich mich dran gewöhnt. Für mich ist also ganz normal, dass mein Fadenkreuz halt rumhüpft. Und B, was, wie ich finde, viel wichtiger ist, bei den meisten Pistolen, gut, wenn du die Tech 9 holst, okay, da ballerst du vielleicht mal, machst du mal den hier, aber die meisten Pistolen spielst du ja auch nicht zwingend auf irgendeinem Dauerfeuer oder sowas, sondern du bist schon eher so am, also Pistolenrunden spielst du ja sowieso hauptsächlich so, dass du dich auch gegebenenfalls verstecken kannst und du spielst halt eher so papp und dann machst du hier noch und papp, zick, zack. Und dabei fällt mir diese gesamte Geschichte eigentlich überhaupt nicht auf oder fällt nicht ins Gewicht. Was bei den Pistolen aber auch nochmal anders ist als bei den Rifles, dass ich, gerade weil ich da natürlich hauptsächlich auf Taps gehe, bei den meisten Pistolen, ich spiele die Glock, die Tech 9, die P250, die 5.7, die Deagle und dann wird es schon eng. Ja, und da man mit den Teilen eben hauptsächlich auf Tap geht, gucke ich vor allem bei den Pistolenrunden nicht wirklich auf mein Fadenkreuz, sondern ich weiß, wo ungefähr meine Bildschirmmitte ist und kann darum halt auch einfach so auf die Headshots gehen, ohne mein Fadenkreuz zu sehen. Ich blende es praktisch einfach aus und habe dann sowieso den Headshot drin, klingt jetzt abgehoben. Aber ja, ich habe eben einfach das Feeling dafür, wo die Bildschirmmitte ist. Natürlich ohne, dass ich mir irgendwas auf dem Bildschirm drauf gekritzelt habe. Es ist also bei den Pistolen für mich gar nicht so wichtig,
ob das Fadenkreuz jetzt rumhüpft oder nicht. Wenn ihr das eine ganze Weile spielt, dann merkt ihr das auch gar nicht mehr. Bei der Diegel ist mir das natürlich am Anfang auch aufgefallen, sogar sehr stark, weil das Teil halt extrem weit wegspringt. Aber auch hier schießt du ja nicht so auf den Gegner, sondern du bist halt wie immer hier in deiner Position und machst dann halt bumm und dann gehst du weg. Und in diesen Momenten sehe ich überhaupt nicht, dass mein Fadenkreuz springt. Meine Augen kleben ja auch nicht zwingend am Fadenkreuz. Es ist ja nur ein Leitfaden, aber wie gesagt, so overall fühlst du ja, wo die Bildschirmmitte ist und wo du ungefähr hinschießt. Dieses Follow Recoil ist vor allem halt bei den größeren Geschichten, Gott, das Film mit dem Ding spiele ich wirklich nie, hilfreich, weil du genau siehst, wo dein Fadenkreuz eben hinhüpfelt. Und wie vorhin erwähnt, natürlich kannst du dich hinstellen und ganz genau betrachten, wo springt das Fadenkreuz hin und das dann halt auf gewissen Kursen, also Maps und so weiter, halt lernen. Du kannst aber auch einfach mit Follow Recoil spielen und das komplett spüren, wohin es eben hüpfelt. Und gegebenenfalls dann halt nachbessern. Also ich wiederhole hier nochmal, ich spiele das Ding eigentlich nie, aber ich spekuliere jetzt mal ganz kurz auf die Stelle, wo es nach links hüpft und will auf der Tür bleiben. Scheiße. Der Sinn und Zweck ist, wie gesagt, dass ihr euch gut fühlt, wenn ihr mit den Sachen sprayt. Denn wenn hier nun mal ein Gegner steht mit dem Rücken zu euch, dann ist es wirklich, man kann natürlich auch den hier machen, dann irgendwie auf einen Headshot gehen oder sowas. Aber wenn der Gegner euch nicht sieht und ihr habt die Möglichkeit, einen clean Kill zu machen, ihr wisst zum Beispiel auch, dass hier keiner steht und hinter euch gerade keiner gelaufen kommt und da auch nichts ist, dann fühlen sich alleine schon die meisten Anfänger eigentlich sicherer, wenn sie voll auf den Körper gehen und draufholzen. Denn sobald ihr den Headshot machen wollt und der Kerl macht einen Schritt nach rechts oder links und ihr schießt mit dem einen Tap daneben, dann ist meistens Panik. Und dann macht man den hier. Und selbst bei der Panik kann euch das Follow Recoil eben sehr gut helfen, weil ihr dann nach wie vor wisst, wo euer Fadenkreuz ist. Und es ist natürlich sehr, sehr selten, dass ihr das komplette Spray so lange nutzt, bis es dann irgendwann nach links drüber springt. Also jetzt bei dieser Waffe hier zum Beispiel. Die meisten von euch werden AK oder Galil spielen und auch hier habt ihr vielleicht mal ein Spray von vielleicht 5 bis 15 Schuss, wenn es hochkommt. Außer du hast wirklich mal einen Rush, der auf dich zukommt, auf Inferno Banane, du hast eine M4 oder, also wenn du City bist oder hast halt eine AK davor ergattert und sprayst dann komplett rein. Dazu gibt es auch auf Twitch irgendwo einen Clip. Kurz nachdem ich Follow Recoil aktiviert hatte, gab es eine Situation in irgendeinem Spiel, da kamen halt die Tees hochgerannt und ich habe, ich meine, alle 5 mit einem einzigen Magazin halt umgesprayt. Sicherlich nach wie vor nicht souverän, dass man sagt, ja, perfekter Spraytransfer, optimal. Aber ich konnte mich eben entlang hangeln, weil ich sehe, ah, da ist mein Fadenkreuz, da ist mein Fadenkreuz, okay, da ist mein Fadenkreuz. Ja, und das war es dann eigentlich schon soweit. Kondensiert bzw. zusammengefasst kann ich eben Folgendes sagen. Follow Recoil ist vor allem für Anfänger, aber auch für Leute, die sich halt gerade bei Sprays nicht so sicher sind, eine sehr schöne Option, um wieder Sicherheit zu erhalten. Und natürlich lernt man dann währenddessen auch das Spray der einzelnen Waffen einfacher und schneller als ohne. Fortgeschrittenen und Profis, also speziell beim Sprayen, kann ich jetzt natürlich nicht raten, weil das eigene Feeling für die Sprays schon abfacken kann. Es wäre sehr geil, das haben auch schon viele geschrieben, wenn man Follow Recoil einfach für spezielle Waffen aktivieren könnte und bei anderen deaktivieren könnte. Also diese Einstellung halt waffenspezifisch irgendwie zu wählen wäre. Ja, das wäre nice. Well, please, mach mal. Denn dann haben dann selbst unsere, ich sag mal, besseren Spieler gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, das mal eben bei ein, zwei verschiedenen Waffen zu nutzen. Ich finde zum Beispiel, dass es gerade bei MPs eine geile Meile ist, weil du ja eigentlich eher selten MP spielst, also zumindest ich eher selten MP spiele, den Eco-Runden logischerweise, ja, nix oder Pistole und in den Force-Runden meistens auch eher so Richtung Pistole. Früher. Seit 2024 gehe ich dann eben auch gerne mal auf so eine MP9, weil die halt wirklich die ersten 4, 5, 6, 7 Schüsse so insane ist. Gut, dann würde ich sagen, lösen wir noch ein paar Giveaways auf. Wir haben noch einiges angespeichert. Und zwar gab es einmal die 5-7 Flame Test für euch beim Top 10 5-7 Video. Dazu sollte man nur schreiben, ob man bereits einen 5-7 Skin hat. Vielen lieben Dank für 35 Kommentare. Wir suchen direkt den Gewinner heraus. Und es ist, aha! Ach Gott, die haben eine richtige Konfetti-Animation. Oh, Spenzel, oh. Boost-Protokoll FN ist in Benutzung. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge bitte deiner Kanalbeschreibung deinen Trade-Link hinzu. Als nächstes hatten wir noch eine Glock 18 Clear Polymer für euch beim Glock 18 Top 10 Video. Dazu sollte man einfach nur schreiben, ob man Glock 18 oder USP lieber spielt. Danke für 46 Kommentare. Der Gewinner ist Anilu, die Gewinnerin. Die Twilight ist schon ein hübsches Ding, aber so teuer. Ich glaube, Mademoiselle wollte wahrscheinlich jemand anderem den Vortritt lassen, denn hier steht jetzt nichts zu, spiele ich Glock lieber als USP. Darum ziehen wir den nächsten Gewinner. Und es ist
Schlitzer MC Gurk findet die City Pistol 9 mit der USPS etwas besser, ist gefühlt etwas zielsicherer, allerdings mit zu wenig Munition. Du hast somit gewonnen, Monsieur. Bitte hier auch unter dem Video einfach melden und sagen, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und deinen Kanaldetails bitte dein Trading hinzufügen. Und zu guter Letzt gab es noch eine AK-47 Slate für euch zu gewinnen bei diesem Pick'em-Challenge-Ankündigungsvideo. Hier war die Frage, ob ihr bereits bei sowas mitgemacht habt oder jetzt dann zum ersten Mal mit dabei sein werdet. Vielen lieben Dank für 88 Kommentare. Der Gewinner oder wahrscheinliche Gewinner ist Luca. Mache immer beim Pick'em mit und das ist dann endlich mal Content. So sieht's aus. Luca, du hast auch gewonnen. Weißt du Bescheid? Hier melden und in der YouTube-Kanalbeschreibung bitte deinen Trade-Link. Dankeschön. Und natürlich hau ich noch geschwind ein neues Giveaway hinten dran. Und zwar gibt es hier diese Max7 Monster Call für euch zu snacken. Ihr macht hierbei wie folgt mit. Und zwar schreibt ihr mir, ob ihr vorhabt, auch in das Knife-Giveaway reinzugehen auf Twitch. Oder ob ihr da eher nicht so dran interessiert seid. Wer sich dazu äußert, ist automatisch in diesem Max7 Giveaway mit dabei. So, lala. Vielen lieben Dank für euer Interesse. Danke fürs Reinschauen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video in 2 Tagen oder im nächsten Livestream. Wie gesagt, 3-mal die Woche, Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr, Freitag, 20 Uhr, kommt rum. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.